Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, hier vom Community Server. Ja, ganz genau, vom Community Server. Ich wurde angeschrieben, ich sollte doch mal wieder auf den Community Server kommen. Und momentan sind genau zwei Leute hier drauf, nämlich einmal der MadMax02 und ich. Und ja, vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Heute ist Sonntag. Und ich habe vor, hier oben eine kleine Residenz zu bauen. Das ist ja das Land von der Nizidem. Und die hat mir das sozusagen, ja, erstmal zur Verfügung gestellt, um hier zu bauen. Und das finde ich von der Nizi total nett. Seht ihr, gehen überall Wege lang und so. Ich bin übrigens gleichzeitig parallel im Teamspeak. Das heißt, es könnte sein, dass hier jederzeit mal einer reinkommt und dann einfach anfängt, mit uns zu reden. Ich bin sehr gespannt. Das ist wieder mal ein Experiment. Wir haben einige Sachen noch dabei. Von der letzten Aktion. Vom letzten Livestream, genau. Ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich werde dann ja ab und zu mal hinkommen, was bauen und das auch aufnehmen und dann auf YouTube irgendwann ausstrahlen. Natürlich, klar. Ich habe hier eine Geschenkkiste. Ich weiß nicht, von wem die ist. Kleine Spende, wenn du magst. Da ist schon einiges drin. Zum Beispiel eine Axt, eine komplette Rüstung. Alter Schwede. Komplette Diamantenrüstung. Da hat jemand viel Geld ausgegeben. Ich habe hier natürlich auch noch mal eine Goldrüstung. Deshalb legen wir die Diamantenrüstung erst noch mal hier rein. Die hat das Schwert auch verzaubert? Nein, das Schwert ist nicht verzaubert. Ah, das hier. Das ist doch viel besser. Ein Schwert mit Rückstoß und Schärfe 4 und Rückstoß 2. Und eine Spitzhacke. Tatsächlich auch. Musik habe ich erstmal noch keine, weil ich weiß ja nicht, vielleicht kommt ja noch der eine oder andere vorbei. Steaks haben wir hier reichlich. Damit kommen wir erstmal ein bisschen zurecht. Und ich kruste erstmal den Rest hier rein. Ein Buch mit Feder. Das war wahrscheinlich das Willkommen hier in der Stadt. Dann haben wir ein bisschen Eisen, ein paar Eier. Also alles, was man so zum Überleben braucht. Ja, ich möchte hier ein bisschen was bauen. Wir gucken uns das alles erstmal an. Wir haben ja in ein paar Richtungen eine ganz schöne Aussicht. Einmal nach hier. Das ist der Community-Server. Ich glaube, hier in der Gegend wird momentan nicht mehr ganz so viel gebaut. Wir werden dann in manche Sendungen werden wir einfach mal rumlaufen, ein bisschen gucken, was es so gibt. War da auch eine Schaufel bei? Habt ihr eine Schaufel gesehen? Nö, Schaufel war keine dabei, aber wir haben ja Eisen, also kein Problem. Müssen wir mal gucken. Da ist unser Bett und es wird auch gerade dunkel hier auf dem Server. Ja, da unten ist ein Haus in der Entstehung, wie es aussieht. Da hinten ist eine Brücke, da geht auch eine Eisenbahnstrecke lang. Da bin ich schon mal lang gefahren, tatsächlich die Eisenbahnstrecke. Das ist, glaube ich, alles hier unser Land. Und ich würde sagen, wir bauen hier hinten, hier bauen wir erstmal unser Domizil. Und da kommt schon jemand. Hallo, Bullimann 1200. Guten Abend. Ja, ich bin gerade am Aufnehmen, bin aber auch gleichzeitig im TS. Ich habe mich nämlich heute entschlossen, mal hier ein bisschen was zu bauen auf dem Community-Server. Ganz erschrocken. Nicht ganz erschrocken, das finde ich sehr schön. Ja, na, gestern wurde ich nämlich angeschrieben oder angesprochen, auch im Teamspeak, als ich mit der Oma Luisa aufgenommen habe. Warum ich denn nicht mal wieder auf dem Community-Server bin und dachte mir, ja, müsstest du eigentlich mal wieder machen. Jetzt habe ich mich erstmal schlafen gelegt. Du bist auch schon länger hier auf dem Community-Server? Ja, schon eine Weile, ja. Schon eine Weile. Und wie gefällt's dir? Wie ist das hier so? Ich habe ja wenig Erfahrung. Ich bin immer nur ein paar Mal draufgekommen und dann war immer gleich Halligalli in Tüten hier. Jetzt will ich mal ein bisschen die Ruhe genießen und hier vielleicht ein bisschen was bauen und so. Wie findest du den Server? Ist es gut, alles gut geregelt oder gibt es da noch Probleme? Also, es gibt noch so kleine Probleme, aber sonst ja. Ist da alles tiptop geregelt, finde ich. Ja, der Cedric hatte mal erzählt, es gab irgendwie Probleme mit Leuten, die hier drauf gekommen sind und da ein bisschen rumrandaliert haben. Ja, das war das einzige Mal, wo ich so auch so mitbekommen habe, dass es Probleme gab, aber sonst ja. Ist okay. Schön alles geregelt. Das ist schön. Ich habe dich gerade mal ein bisschen lauter gemacht, damit ich besser verstehe. Ist dir auch recht, dass ich das dann im Video verwende, ja? Ja, kein Problem. Okay, alles klar. Ja, muss ich ja fragen. Es kann ja auch sein, achso, jetzt haben wir eine Werkbank gebaut, aber noch nichts auf der Werkbank gebaut. Ich wollte mir eigentlich ja eine Schaufel machen, die habe ich nämlich noch nicht. Und du hast auch schon einiges gebaut hier auf dem Server, ja? Ja, einiges. Es ist, ja, sehr viel schon. Ist ja, wenn man erstmal anfängt, ne, und dann so ein Grundgerüst erstmal hat, dann baut man noch das und dann fällt dann das noch ein und das noch. Genau. Und das ist ja Minecraft, ne, ganz Minecraft-typisch. Und irgendwann ist dann, ja, irgendwann hat man dann so eine halbe Stadt gebaut oder so nach 3 Jahren. Das ist so. Du bist auch herzlich gern eingeladen, mal hier vorbeizuschauen. Ja, komme ich gerne mal vorbei. Ich will jetzt in dieser ersten Folge, nenne ich es einfach mal, es wird vielleicht mal so einmal die Woche rauskommen, immer wie ich gerade Zeit habe,
will ich erstmal hier oben jetzt so ein kleines, eine kleine Behausung bauen. Und sobald die dann fertig ist, werde ich natürlich auch viel auf dem Server rumreisen und mir die Sachen von den anderen Leuten so angucken. Okay. Also, ne, erstmal so. Mal gucken, wie das bei den Leuten ankommt, was die dazu sagen. Ich denke mal, die Leute, die hier schon bauen, wird's freuen. Die Leute, die hier vielleicht noch nicht bauen, die vielleicht noch gar nichts von wissen, die wird's vielleicht auch freuen, die nämlich sagen, Mensch, ist ja eigentlich ganz cool da. Könntest du eigentlich auch mal hin und was bauen? Oh ja. Und dann wird's hier vielleicht auch ein bisschen belebter wieder. Obwohl, manchmal ist es auch richtig voll, ne? Ich habe schon Tage gesehen, da war hier richtig was los. Ja, gestern war ziemlich was los. Ja. Die letzten paar Tage weiß ich nicht, war ich nicht drauf, gerade ehrlich gesagt. Ja, man muss ja auch nicht jeden Tag dann immer, ne? Das ist ja immer nee, so. Das ist zu viel sonst. Ja, genau. Ja, nee, das war halt gestern durch die Oma Luise und den, der mich da angesprochen hat, da dachte ich, naja gut, dann gehst du mal drauf und guckst mal, was los ist. Und jetzt war es aber total leer und dann dachte ich mir, na gut, dann baust du halt was. Aber vielleicht kommen ja noch ein paar Leute, man weiß es ja nicht. Ja, ich warte eigentlich auch noch auf wen, aber... Ah ja, das ist gut. Also ist nicht gut, wenn er nicht kommt, ist nicht gut. Ja, dann ist nicht gut, aber... Dann ist nicht gut. Schon ankommen. Ja, ist ja immer so eine Sache mit so Community-Servern. Ich habe da schon einige erlebt. Entweder gibt es irgendwann totales Chaos und alles versinkt im Chaos. Oder sie sterben einfach irgendwann weg. Ne? Und das ist immer so eine Sache. Ja. Ja. So, ich überlege gerade, was ich hier baue. Ich würde natürlich ganz gerne mal hier so eine Art Burg hinbauen, eigentlich. Also eine richtige, ja, so eine richtige Ritterburg sozusagen. Kein Schloss, eine richtige befestigte Burg. Ich glaube, das würde es hier oben auf den Bergen ganz gut machen. Habe ich auch noch nicht so viel gebaut. Da ist ja doch, dann doch eher der Zordern, der Experte im Burgenbau. Ich bin ja eher so der Städtebauer. Ja, baust auch eine ganz schöne Stadt, muss ich sagen. Ja, Hundsrapp entwickelt sich. Ne? Das hat sich jetzt ja über die ganzen Jahre immer entwickelt. Ist immer was dazugekommen. Aber der Baustil entwickelt sich natürlich auch so ein bisschen. Man lernt wieder neue Sachen dazu oder sieht wieder neue Sachen, die dann vielleicht besser aussehen als die ersten Gebäude, die man so gebaut hat. Weil damals, wo ich damit angefangen habe, hatte ich zwar schon was in Minecraft gebaut, das war echt noch nicht viel. Ich hatte, glaube ich, davor hatte ich eine wirklich andere Map, wo ich ein bisschen was gebaut habe. Und Hundsgrab war dann wirklich so die erste richtige Map, wo ich dann die richtig viel gebaut habe auch und so. Natürlich auch viel angetrieben durch die Community, die dann, ja, die, das ist schon was anderes, wenn man das sowas im Let's Play baut, als wenn man sowas nur für sich alleine, stillen Kämmerlein sozusagen, baut. Da fehlt, also ich bin dann so, da fehlt mir dann irgendwann der Antrieb und dann sage ich, ach, naja, diese Woche brauchst du mal nichts machen, vielleicht nächste Woche wieder, ja. Ja, da hast du recht, es ist auch so, ist auch bei mir so, muss ich gerade sagen. Ja. Ist manchmal so. So, okay, ich werde jetzt hier erstmal ein paar Bäume entfernen, liebe Leute, und dann sehen wir mal weiter, wie wir dann hier unsere Festung anlegen. Die Bäume können wir hinterher wieder anpflanzen. Wir werden bestimmt noch eine Menge Bauholz brauchen. Ich habe auch schon gesehen, hier hinten, da war irgendwie Holz. Entweder hat da schon einer was gebaut. Oder, ja, oder hier wollte jemand was bauen und hat dann aber gemerkt, es geht nicht, weil diese Gegend geschützt ist. Das kann auch sein. Haut das eigentlich ganz gut hin mit diesem Gebietsschutz? Ja, das haut sehr gut hin. Ja, der Cedric hat sich da auch richtig viel Mühe gegeben eigentlich. Ah, seht ihr hier? Oder war ich das? Nein, ich war das nicht. Nehmen wir mal wieder weg. Dann können wir das ganz neu planen, ja. Gut. Kannst du mir ruhig Bescheid sagen, wenn ich dir irgendwas farmen helfen soll oder so? Ja, erstmal will ich jetzt mal gucken. Ich fange erst an und werde mal gucken, wie ich hier das Ganze überhaupt gestalte. Wir haben hier einen so einen großen Hügel. Da würde ich ganz gern so eine Art großen Borgfried drauf machen oder so einen, ja, den Hauptturm sozusagen. Ist die Frage, ob ich den hier hin mache oder da hinten. Da ist auch noch ein Hügel. Im Grunde besteht das aus zwei so Hügeln. Der ganze Berg hier. Ist natürlich blöd, dass du es jetzt nicht sehen kannst, wenn ich hier die ganze Zeit rumlabere und du kannst ja gar nicht sehen, was ich mache. Aber, ja. In welcher Gegend baust du denn? Ja, ich baue eigentlich auch so in ja, hügeligen Berglandschaft oben, ein bisschen weiter oben halt. Ich habe auch eine Burg hingebaut. Ja. Okay, gibt es schon viele Burgen? Weil dann würde ich mich vielleicht nochmal umentschließen, nicht, dass hier ein Burgenland wird, aber macht ja nichts. Nee, also so burgenmäßig habe ich jetzt noch nicht viel gesehen. Okay, das ist gut. Ja, was brauche ich? Ich werde natürlich irgendwann eine Menge Cobblestone brauchen wahrscheinlich. Eine Menge Cleanstone und so, das heißt, wir müssen uns eh noch Öfen anlegen und alles. Ich bin da in der Gegend, wo unten im Tal die Eisenbahn langläuft und wo diese Brücke ist mit den blauen Dioritsteinen drinne. Da diese Gegend ist das also ziemlich nah noch an dem alten, an der alten Welt, die als erstes gebaut wurde, glaube ich. Ja. Ziemlich nah, ja.
Ja, okay, weißt du sogar, wo das ist. Ah. Ich weiß gerade, wo noch was ist, ja. Ja. Ich war schon Ja. lange nicht mehr dort gewesen, aber. Ja, es hat sich alles ein bisschen verlagert, ne? Es ist alles ein bisschen in andere Ja. Ecken gewandert. Auch komplette Spawnpunkt hat sich verlagert, also. Das ist jetzt gerade witzig. Ja, als ich vorhin da hinten gestanden habe, habe ich gedacht, dass dieser Hügel, wo ich jetzt drauf stehe, höher ist. Wenn ich hier drauf stehe, denke ich, der da hinten ist höher. Oder ist der in der Mitte einfach der höchste Hügel? Das kann natürlich auch sein. Ah, es gibt einen. Nee, nee. Hier ist schon am höchsten eigentlich gelegen. Ja, ein bisschen Schneeprobleme werde ich natürlich hier oben kriegen. Ja, Schneeprobleme auf jeden Fall, weil ich habe jetzt schon hier mein ganzes Inventar voller Schneekugeln. Da kann man wieder Blöcke rausmachen, ne? Ging noch mal. Aus Schneebällen kann man wieder Blöcke machen, meine ich. Ja, vier Schneebälle kannst Genau. du einen Block machen. Ja, dann mache ich lieber gleich schon mal Blöcke. Und die kann man auch wieder zerschlagen, ne? Oder war das nicht so? Ja. Ja, dann kriegst du wieder vier Schneebälle raus. Naja, genau. Man sieht, in Hundskrapp schneit es nicht so oft. Ich bin da nicht so bewandert, was sowas angeht. Hier ist eigentlich schon ganz cool. Dann würde ich hier den Hauptturm hinmachen. Dann müssten wir das hier aber noch wegnehmen wahrscheinlich. Ein paar Blumen blühen hier auch im Schnee. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Oder dahin. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ja, also du meinst, ist immer unterschiedlich viel los hier auch auf dem Server dann, ja? Ja, Gut. es sind halt auch wirklich so quasi die Stammspieler, wie es schon rausgespiegelt hat, die wo fast täglich da sind. Ja. Nur jetzt nicht. Ja, nur jetzt nicht, genau. Ich versuche gerade einen Anfang zu finden. Wenn der Anfang erstmal gemacht ist, dann ergibt sich der Rest von ganz alleine. Genau, es kommen sehr, sehr selten gerade noch neue Spieler rein, so wie jetzt gerade, aber Ja. sonst. Okay. Ja, es muss ja auch gut. Geredet haben wir da oft drüber oder habe ich da auch ziemlich oft drüber. Vielleicht, naja, man will ja auch nicht zu viele Leute haben, ne? Wenn das Ding dann irgendwann total überlaufen ist, ist es auch albern. Jo. Ich fange natürlich jetzt auch gleich mit was Großem an hier, ne? Nicht erstmal eine kleine Hütte bauen oder so, sondern nein, gleich einen riesen Turm. Ist vielleicht nicht ganz so schlau. Aber ich habe ja schon ein paar Materialien hier sozusagen geschenkt gekriegt auf dem Server. Das will ich natürlich schamlos ausnutzen. Ja, Freunde, also wie schon gesagt, ich weiß noch nicht, wie oft ich das mache, wie oft ich hier bin, aber ich denke mal, jetzt, wenn ich erstmal angefangen habe, dann kommen mir wieder irgendwelche Ideen und dann baue ich hier auch öfter mal. Und dann könnt ihr, seid auch alle eingeladen, gerne mal hier zu Besuch vorbeizukommen, mal zu gucken oder so. Und ich werde euch auch gerne besuchen, hatte ich ja eben schon gesagt, dass wir dann mal so, ja, dass ich euch die Leute hier auf dem Server mal ein bisschen besuche und euch da draußen mal zeige, wer hier alles gebaut hat. Das hatten wir ja neulich erst gemacht in der im Livestream, den ich allerdings nie wirklich dann veröffentlicht habe, weil es da Probleme gab irgendwie auf Twitch. Ganz komisch. So, okay. Haben wir hier schon mal so zwei Pfeiler. Und dann machen wir die hier natürlich auch hin. Wo wir schon bei unserem ersten Problem wären. Nämlich, dass hier dann direkt der Abgrund ist. Okay. Es wird schon wieder dunkel, wa? Unglaublich. Ja, langsam. Langsam wird es schon wieder dunkel. Was haben wir denn hier? Ich ziehe einfach mal eine Linie durch. Erstmal so eine Grundfläche gestalten. Hinterher kann man das ja immer alles nochmal umbauen. Ach ja. So. Gut. Es wird schon wieder dunkel. Das ist unglaublich. Ewig wird es dunkel bei Minecraft. Und dann machen wir hier auch nochmal so einen Turm hin. Wie wir den da drüben auch gemacht haben. Ja, einfach so ein Viereck. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Ja, der Cedric ist auch gar nicht da, ne? Der war sonst auch öfter mal, gerade am Sonntag hier. Er war vor gut einer halben Stunde oder Stunde war noch hier. Habe ich sie wieder alle verpasst, das ist wieder typisch. Aber naja, nicht so schlimm. So, ach ja, dunkel. Dunkel war schlafen. Ja, klar. Hupsa. Wie wird das hier eigentlich einigermaßen eingehalten mit der Schlaferei oder ist es eher zweitrangig? Ich sag's mal so, wenn so 4 bis 5 Leute da sind, kein Ja. Problem. Sind aber mehr, hat es natürlich mehr Probleme drauf. Mhm. Aber Cedric ist dran, irgendwie was zu ändern, habe ich so gehört. Ah, das ist gut. Wir hatten ja auch mal ein Plugin, damals, als wir noch auf Bucket waren, wo man dann sozusagen, wenn zwei oder drei Leute geschlafen haben, hat das gereicht.
dann ist für alle dann die Nacht sozusagen übersprungen worden. Also es mussten so viel Prozent der Leute auf dem Server schlafen und dann wurde die Nacht übersprungen. Ja. Aber Nur ich lieg. jetzt, es könnte jetzt ein bisschen länger dauern, weil natürlich einer wo neu drauf ist und der hat natürlich noch kein Bett. Ach so. Ich habe Chat ausgeschaltet, deshalb habe ich das gar nicht mitgekriegt. Ich regel das schon. Okay, aber nicht erschlagen oder so, Ey, ne? das mache ich nicht. Ach schön, auch mal in der Nacht hier mit dem Sternenhimmel. Was ist denn da oben? Ach so. Ein UFO, nein. War doch nur ein nicht gespawnter Fichtenzweig. Er hat bestimmt noch gar kein Bett, der Typ. Hat noch kein Bett, oder? Ey, dann noch gar kein Bett. Ja, dann machen wir durch. Dann hilft es ja nichts. Ja, das wäre natürlich ganz cool, wenn der Cedric das hinkriegen würde, dass man das so regelt, halt, dass wenn dann einer schläft oder halt, was sagen wir mal, die Hälfte oder ein Viertel von den Leuten schläft, dass dann sozusagen, ja, wir müssen noch was umgestalten, dass dann sozusagen die Nacht übersprungen wird. Das wäre schon ganz nett. Das wäre sehr schön. Andererseits ist es ja auch wieder so, dann, naja, doch, Monster findet man ja immer in den Höhlen. Ich kann mir vorstellen, dass auf so einem Server, gerade wie den hier, wo sehr viel los ist, mit Höhlentouren ist es ja echt schwer, eine zu finden, wo da, die noch nicht erforscht ist, oder? Das ist sehr schwer. Das Also es gibt dauert. noch so vereinzelte Orte, wo noch niemand da war, aber sonst... Das kann ich mir vorstellen. Meine, gut, die Minecraft-Map ist ja im Grunde theoretisch unendlich groß, aber trotzdem, da was zu finden, das stelle ich mir schon ziemlich schwer vor. Wir müssten den. Ah, passt auf. Mach mal so. Ups. So, einmal hier rüber. Ups, das war falsch, aber egal. Könnte nur sein, dass uns bald der Cobblestone ausgeht. Aber naja, wir wohnen in den Bergen. Da sollte Cobblestone wirklich kein Problem sein. Den ziehen wir dann. Kannst jetzt auch ins Bett liegen. Ich habe jetzt gerade fix ein Bett gebracht, das er liegen kann. Ach, jetzt hell geworden, obwohl ich nicht im Bett lag. Aha, okay. Dann hat er da schon was geändert, vielleicht. Kann sein. Das wäre sehr cool. Das wäre jetzt wirklich sehr cool. Gerade noch rüber geredet und Cedric war schon mal wieder schneller. Man hat das schon geändert, alles. So, okay. Ich bin ja noch so ein bisschen am grundsätzlichen Plan, wie das Ganze mal werden soll. Ja, wer ist denn der Neue, der da ist? Weil ich habe das, wie schon gesagt, dummerweise Chat ausgeschaltet. Der heißt 36. 36, dann willkommen 36 und schön, dass du jetzt auch ein Bett hast und auch schlafen kannst. So, okay. Bauen wir uns hier erstmal so einen kleinen Turm hin, würde ich sagen. Dann bauen wir hier auch einen Dreier-Pröpel hin. Machen wir das so? Ja, machen wir hier den klassischen kleinen Turm. Anfängerturm auch genannt. So. Der dürfte dann auch groß genug werden. Ja. Masse. Ich will nur erstmal den Grundriss haben. Dann bin ich ja schon zufrieden. Ja, wie sieht das überhaupt aus? Gibt es ja auch ab und zu mal größere Events oder ist eher eine Seltenheit, glaube ich, ne? Er ist eine Seltenheit. Ja, okay. Es hat hier auch immer viel Planungsarbeit und man muss dann ja viel vorbereiten und machen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ist ja auch schön, wenn man einen Server hat, auf dem man einfach. Viele, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, es ist schön, einen Server zu haben, wo man einfach mal in Ruhe bauen kann. Einfach mal in Ruhe bauen kann, aber immer noch dieses ja, Zusammengehörigkeitsgefühl hat, mit allen zusammen was halt zu erschaffen. Das ist noch sehr schön. Ja. So. Das wollen wir auch nicht zerstören. Also ich möchte auch nicht, dass es hier zu groß wird oder so, aber da denke ich mal, da besteht auch keine Gefahr. Okay. Ja, jetzt haben wir schon mal die ganzen Cobblestones, die ich in der Tasche hatte, haben wir schon mal verbraucht. Und es ist eigentlich noch nichts entstanden. Toll, ne? Gucken wir gleich mal, dass wir da noch ein bisschen was finden. Vielleicht hier in den Kisten, da hatten wir. Nee, in den Kisten war jetzt gerade mal nichts. Aber wir können ja vielleicht irgendwo, gibt es hier noch Gebiete, wo wir Cobblestone abbauen können. Da hinten sieht es ganz gut aus. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen. Wir werden einfach mal hier einen Wegpunkt setzen, wenn ich nicht sogar schon einen gesetzt habe. Mal gucken. Haben wir hier schon einen Wegpunkt? Nein, dann werden wir mal hier einen Wegpunkt setzen. So.
T, M oder neuer Wegpunkt. Kann man ja eigentlich auch über einen Kurzbefehl machen. Der mir gerade entfallen ist. Wegpunkte, neuer Wegpunkt. Ach doch, da haben wir noch einen. Moment, da war doch einer. Wegpunkte. Rathaus. Hunsgraber Botschaft. Ah, das sind die falschen Wege. Da müssen wir doch einen neuen machen. Neuer Wegpunkt. Wir nennen sie erstmal Burg Schattenhall. Schattenhall. Ganz nach Walter Mörs natürlich wieder mal. Meinem Lieblingsschriftsteller. Bei dem ich jetzt momentan gerade darauf warte, dass das neue Buch aus Zamonien erscheint. Das Labyrinth der träumenden Bücher. Was aber vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lässt. Der Veröffentlichungstermin war jetzt, glaube ich, irgendwann am 8. oder so. Wo komme ich denn hier runter am besten? Aber es hat sich nochmal verschoben und jetzt kommt das Ganze wieder später raus. Es hatte sich letztes Mal ja schon um ein Jahr verschoben, was ich schon sehr extrem fand eigentlich. Da hieß es nämlich, diesen Oktober kommt das Buch und dann hieß es dann, nein, doch nicht Oktober 2014 war es ja dann, sondern Oktober 2015. Das war schon mal heftig und dann hieß es jetzt, sollte es am 8. oder was rauskommen und wurde jetzt nochmal auf unbestimmte Zeit verschoben, das Ganze, total gut. Nicht. Ja, so ist das manchmal. Der Herr Mörs, der ist da sehr, lässt sich da schön viel Zeit. Okay, werden wir erstmal sehen, dass wir ein paar Rohstoffe haben, ehe wir hier anfangen, große Planungen zu machen. Brauchen wir einmal ein paar Rohstoffe. Im TS sind wir immer noch alleine. Aber naja, was nicht ist, kann noch werden. Und ich denke mal, dieses Format ist so geplant, dass ich das vielleicht, wenn dann immer am Sonntag aufnehme oder so. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn es einen festen Zeitpunkt gäbe, dann wüssten die Leute auch, okay, dann ist der kaputte Opa auf dem Server und nimmt was auf für seinen YouTube-Kanal. Und das wäre dann halt immer der Sonntag, also nicht jeder Sonntag, weil die meisten, zwei Sonntage im Monat muss ich auch arbeiten, ist ja auch immer so. Und dann immer so 18 Uhr oder so, ist immer eine gute Zeit, für mich zumindest. Na? So nach dem Sandmännchen, so 18.10 Uhr, na, Sandmännchen vorbei, dann kann ich noch eine Stunde bauen und ab in die Haier. Nein, natürlich nicht. Aber 18 Uhr ist immer eine ganz gute Zeit am Sonntag, finde ich. Dann ist Formel 1 vorbei, gegebenermaßen. Guckst du auch Sport? Lieber, Namen schon wieder vergessen? Nein, ich schaue nicht zur Sport. Ich bin nicht so Fan von dem. Gar kein Sport, also überhaupt kein Fußball, kein... Nicht. Nö, nein, also muss man Fußball ja auch nicht. Nur, wenn so quasi WM und so ist. Länderspiele. Ja, genau. Das sagen total viele. Ich kenne total viele Leute, die keinen Fußball mögen, also keine Bundesliga oder sowas gucken, aber sobald die Nationalmannschaft spielt, dann werden das mal Fußballfans. Ist schon komisch, oder? Meine, ja, das ist so ein kleines Phänomen. Kleines Phänomen, ja. Man wird natürlich auch so ein bisschen angesteckt von der Euphorie. Zumindest bei der WM war es dann halt so, hier in Deutschland, haben die Medien auch ganz gezielt ja darauf hingearbeitet, dass man begeistert ist von dem Ganzen, was hier stattfindet. Weiß nicht, ob die Angst hatten, dass dann vielleicht keiner begeistert wäre vom Fußball, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und das wurde richtig angeschürt, fand ich. Das wurde richtig hochgeputscht, das Ganze. WM im eigenen Land, WM bei Freunden und wie es alles hieß dann hinterher. Und da haben ganz, ganz viele Leute Fußball geguckt. Auf einmal, die vorher ja überhaupt keinen Fußball geguckt haben. Merkwürdig. Kann man mal sehen, was die Medien und die Presse und diese ganzen Konsorten, was die doch von Einfluss auf einen haben. Manchmal. Aber das ist natürlich auch klar, wenn Nationalmannschaft, da kann man sich dann vielleicht auch mehr mit identifizieren als mit irgendwelchen Vereinen, ne? Ja, weiß ich nicht. Aber du hast ja gesagt, du bist kein großer Sportfan. Was machst du denn sonst so? Minecraft spielen. Ja, so Minecraft spielen und sonst halt die gängige Spiele, wo man sonst so spielt. Ja. Und sonst nebenbei natürlich auch arbeiten. Das ist, arbeiten, ja. Das ist ja, Arbeiten ist ja immer das, womit man sein Geld verdient. Und dann gibt es ja noch diese ganzen Hobbys, die man so hat. Guckst du Filme im Kino oder eher Serien oder sowas? Ja, eher Serien. Serien, hm? Ich frag dich gerade so ein bisschen auf, ich hoffe, das ist jetzt nicht... Kein Problem. Kein Problem, okay, dann hab nämlich heute gerade eben auch noch zwei Folgen einer neuen Serie gesehen, die ich neu entdeckt habe für mich, die gibt es schon länger, und zwar True Detectives. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, sag mir was. Aber das ist eine total, da gibt es, glaube ich, jetzt, das ist die erste Staffel, die ich jetzt gerade gucke. Es geht um zwei Polizeibeamte im Grunde, die eine mysteriöse Mordserie aufklären sollen. Und es ist eine sehr, sehr abgefahrene Serie. Sehr hochwertig produziert und ja, ist schon teilweise ein bisschen mysteriös auch das Ganze.
Und ich habe jetzt irgendwie 6 von 8 Folgen geguckt, also die erste Staffel hat 8 Folgen, habe da 6 von geguckt und ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Also ich kann es noch nicht so richtig sagen. Es geht auf jeden Fall um einen Serienmörder, der irgendwo in Louisiana war es, glaube ich, sein Unwesen treibt und da ja, junge Mädchen tötet, vorher irgendwie abhängig macht und dann tötet. Auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir jetzt schon, nachdem ich erst 6 Folgen davon gesehen habe. Hört Und sich sehr gibt's interessant an. das, also, ich kann das schlecht beschreiben. Ich bin ja nicht so ein großer Filmkritiker oder so, der es jetzt genau auf den Punkt bringen könnte, was diese Serie ausmacht. Aber sie ist auf jeden Fall sehr, sie ist auch ein bisschen schmutzig, das Ganze. Also ist alles erinnert teilweise ein bisschen an Quentin Tarantino und die Dialoge, die da geführt werden. Aber es ist überhaupt keine Effekthascherei oder ähnliches, sondern zeigt eher auch so ein bisschen die Abgründe der Menschen, wie sie sein können und auch der jeden, die, jedes einzelne Menschen, auch von den Detektiven gerade oder von den Polizeibeamten oder ja, Marshals oder was es da dann halt sind, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ich weiß ja nicht, was du sonst so guckst. Gibt es eine Lieblingsserie von dir? Ja, also meine Lieblingsserie ist immer noch, wie heißt jetzt das schon wieder? Das ist mir gerade entfallen. Heißt es jetzt? Das Zombies. The Walking Dead? Ja, genau, The Ja, Walking ganz Dead. großartige Serie, auf jeden Fall. Also gut, The Walking Dead hat ja da ziemlich neue Maßstäbe auch gesetzt. Also die meisten, die man heute fragt, die sagen entweder The Walking Dead oder Game of Thrones. Sind auch beide Serien, die ich sehr mag. Obwohl Game of Thrones bin ich noch gar nicht mal ganz so der Riesenfan von. Ich finde die zwar gut, aber ich bin da zu spät eingestiegen. Oder sagen wir es mal so, ich bin ganz früh eingestiegen, bin dann wieder ausgestiegen nach der ersten Staffel und bin dann nicht mehr hinterhergekommen. Das ist ganz traurig. Oh, unser Inventar ist voll, verdammt. Haben wir irgendwas, was wir wegrusten können? Feuerzeug? Nein. Zwei Stickies. Ja, also Walking Dead ist auf jeden Fall. Da ist jetzt, glaube ich, die 5. Staffel oder wo sind sie da jetzt gerade? Ja, die 5. Staffel, die kommt bald raus und Okay. da auf die freue ich mich. Hatte ich, glaube ich, gestern einen Trailer gesehen im Fernsehen irgendwie. Das war Ankündigung für die 5. Staffel Deutschland-Premiere. Sehr cool. Okay, es wird dunkel, wir müssen wieder nach Hause. Aber wir haben auch ordentlich Steine gesammelt, das ist gut. Ja, Mensch, gut. Dann haben wir ein bisschen was von dir kennengelernt tatsächlich. Wissen jetzt, dass du so Zombies magst und The Walking Dead. Und ja, überhaupt so ein bisschen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich wollte das Ganze hier mal so ein bisschen ankurbeln, mal sehen. Vielleicht ist da nächste Woche dann schon. Das heißt, nächste Woche wird es dann Sonntag keine Aufnahme geben, aber dann danach die Woche dann mit Sicherheit wieder. Also man kann sich das ungefähr so einprägen, im 2-Wochen-Rhythmus wird das dann so sein, dass ich einfach mal den Server besuche. Wenn ihr jetzt sagt, es ist blöd, dir dazu zu gucken, was zu bauen, dann können wir das auch wirklich nur so machen, dass ich rumrenne und mir einfach die Sachen von den anderen angucke. Aber vielleicht baue ich auch was nebenbei oder wir bauen hier dann immer was. Oder einen Teil bauen wir was, an dem anderen Teil gehen wir mal gucken. Schauen wir mal rüber, nennen wir das dann. Obwohl hier ganz schön weite Strecken manchmal zurückzulegen sind, glaube ich. Ja, das stimmt schon. So. Ich hatte erst Budiman bei dir gelesen. wie der von, hier sag schon den Rocket Beans. Aber es ist Budiman, ne? Oder Biomann, also mit Bioman. Biuman. Biuman. Nicht Bioman. genau. Nee. Bihunmann. Also schläft er wieder nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich wollte ja auch nur mal einen kleinen Oder Einblick. ich kann es auch sein, klein. Ach so, du kannst es auch sein. Ja, das, weil ich bin gerade was na im Nachschauen. scheint nicht immer zu funktionieren, oder? Der hat sich dann tatsächlich doch hingelegt. Doch, der hat sich hingelegt. Ja, ich liege auch. Jetzt liegen wir alle drei. Kann man kurz gucken. Das sind schon 4 Spieler. Ah, es sind schon 4. Ja, genau. Der Multiboy HD ist nämlich auch da. Und schreibt Genau. wahrscheinlich ganz fleißig im Chat und wundert sich, warum ich nicht antworte. Okay, Nee, Freunde. also einmal hat er gefragt, also gesagt, also nur geschrieben, dass du on seist. Das ist richtig. Das ist absolut Ja. richtig. Gut erkannt. Ja, und während wir hier schlaflos durch die Nacht warten, sage ich mal, liebe Leute, oh, wir konnten doch schlafen. Burg Schattenhall wird hier errichtet werden auf des Fußes des Berges Fuße.
hier auf dem Community-Server. Da geht es weiter in 2 Wochen. Wir haben noch nicht viel geschafft. In einer Folge kann man ja auch nicht viel schaffen. Enderman ist jetzt hier und ein Skelett, das gerade verstorben ist. Da ist noch eine Spinne gespawnt. Ich habe keinen Bogen, aber ich habe ein Schwert. Enderman, ich habe ein Schwert. Gleich hat, oh, jetzt runtergefallen, der Ochse. Ist er zu Tode gestürzt? Als Enderman geht doch gar nicht. Ich glaube, der hat sich vorher auch wieder wegteleportiert. Naja, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen... Da ist er wieder. Haha. Auf die Beine, auf die Beine. Ja, komm her. Ja, noch ein kleiner Kampf hier mit dem Enderman. Aber jetzt ist er weg, glaube ich. Endgültig. Der Stalker. Okay, Freunde, dann sage ich, schön, dass ihr da wart und bis in ein paar Wochen, 2 Wochen, dann hier wieder auf dem Community-Server. Ich werde hier vielleicht mal ein bisschen einen Grundriss anlegen, damit wir da erstmal mitarbeiten können. Und dass hier dann richtig schön was entstehen kann, hier auf dem Berg Johe. Und ich sage an den Bui-Mann, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und sehr gerne. Ja, das kommt dann die nächsten Tage. Irgendwann wird das hier auch auf meinem Kanal dann zu sehen sein. Also bis zum nächsten Mal auf dem Community-Server von Static Elsius und dem 3M-Land. Sagt euer Operzeron, auf Wiedersehen.